Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute mal wieder Platz auf der roten Couch genommen, wie in meinem allerersten YouTube-Video. Das heißt, dass ich euch heute wieder ein paar Sachen zeige, die ich zum einen in der letzten Zeit gekauft habe, aber darunter sind auch Geschenke, die ich zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen habe. Und einige davon haben auch mit meiner Zukunft zu tun. Ich mache ja gerade mein Abitur und deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Aber mehr dazu gleich und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Als erstes zeige ich euch mein Weihnachtsgeschenk für Genie. Ich war nämlich letztens im Kremer und habe dieses wunderschöne Lederhalfter gefunden. Mir gefällt das super gut, weil das hier Glitzersteine hat und das, oh mein Gott, ich finde das so schön. Das ist in so einem schwarz-dunkelbraunen Ton und ich finde, deswegen passt das richtig gut zu Genie, zu ihrer Fellfarbe vor allem. Und ich mag es generell, wenn man eher so ein schlichtes Halfter drauf hat, vor allem wenn das aus Leder ist. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht richtig edel aus und das ist in der Größe voll gut kommt. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer mit weißen Sneakern in den Stall gehe und ich weiß, dass das komplett dumm ist, aber ich schwöre, ich ziehe die so gerne an. Ich liebe weiße Sneaker und Axe. Also ich gehe entweder mit Axe oder mit weißen Sneakern in den Stall und das ist natürlich super dumm, weil die richtig schnell dreckig werden und auch nicht dafür gedacht sind, weil ich ja auch noch mit denen in die Schule gehen muss oder so. Und deswegen habe ich die perfekten Stallschuhe geschenkt bekommen. Das sind diese hier. Die sind halt voll ähnlich wie Axe, weil man richtig leicht hier reinschlüpfen kann. Und die sind super bequem, halten warm, sind auch wasserabweisend und ich liebe braun. Deswegen, ich habe mich so über die gefreut. Ach übrigens, das ist alles hier unbezahlte Werbung. Aber mich fragen immer richtig viele auf Insta, woher ich diese Schuhe habe und die hier sind von Raiffeisen. Also wenn ihr auch euch solche Stallschuhe zulegen möchtet, dann schaut bei Raiffeisen vorbei. Ihr habt ja wahrscheinlich schon in meinem letzten YouTube-Video mitbekommen, dass ich ein kleines Autochen habe. Ich habe mittlerweile sogar ein anderes, weil das schwarze Auto einen Käufer gefunden hat und jetzt habe ich ein weißes. Ich nehme euch auf Insta immer ganz viel mit dem Auto, also schaut da gerne vorbei. Und ich habe ein paar Utensilien geschenkt bekommen zu meinem Auto. Zum einen hier dieses Erste-Hilfe-Set. In Pink mit ganz vielen Verbandsachen und das kann ich mir dann einfach hier in meinen Kofferraum reinklipsen und dann habe ich so einen kleinen Gag geschenkt bekommen und zwar diese Navigationshilfe hier mit rechts und links. Das ist so ein Lenkrad-Accessoire, dass ich nicht rechts und links vertausche. Ist natürlich nur als Spaß gemeint, aber ich muss sagen, ich habe letztens einen Unfall gebaut. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ich bin wogegen gefahren. ich war auch alleine, also nicht mit jemandem anderen, aber mein Auto muss trotzdem in die Reparatur und es gehört dazu, dass man einen Unfall baut. Das war jetzt mein erster, aber mir fällt es trotzdem schwer, auf das Auto zu verzichten. Weil mein altes Schuletui kaputt war, habe ich ein neues bekommen. Und zwar dieses hier von Eastpak. Das ist schwarz, relativ schlicht, gefällt mir super gut, ist einfach basic. Viele fragen mich auch immer, welche LKs ich habe. Ich habe Deutsch und Kunst LK und Mathe schriftlich, also als drittes Fach. Und Erziehungswissenschaften oder Pädagogik sagen auch viele im vierten Fach, also mündlich. Und Leute, Kunst-LK, ich schwöre, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich war mir erst ein bisschen unsicher, weil ich mir so dachte, da sind safe voll die krassesten Künstler drin und dass ich das irgendwie nicht hinbekommen würde. Aber mir macht das so viel Spaß, es ist so entspannt und ich liebe es einfach. Also da freue ich mich echt, dass ich das gewählt habe und wir machen super schöne Kunstwerke und ich denke mir so oft, ich kann das ja, also ich weiß nicht. Manchmal bin ich selber überrascht, dass ich so viele Dinge irgendwie doch hinbekomme und ich weiß nicht, mir gefällt das super gut und deswegen, wenn ihr kreativ seid, dann kann ich das euch nur ans Herz legen. Aber wenn man Kunst-LK wählt, muss man auch Mathe im Abi haben und das ist eine kleine Herausforderung für mich, weil Leute, Mathe, ich weiß ja nicht, also wenn ich es verstehe, dann macht es mir auch Spaß, aber ich muss es ja auch erstmal verstehen und das ist gerade nicht so der Fall, aber ich habe jetzt Mathe-Nachhilfe, um jetzt nochmal am Ende alles rausholen zu können und dann auch mein Abi gut schaffen zu können. Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall, alle, die auch gerade Abi machen, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ihr schafft das. Dann ein Geschenk, über das ich mich wirklich so sehr gefreut habe und das auch wirklich notwendig war. Ich habe nämlich, Leute, meine Reitstiefel. Ich trage die, seitdem ich Genie habe. Also die sehen wirklich schon so ranzig aus, weil ich die so lange schon habe. Und ich habe zu Weihnachten so schöne neue Reitstiefel bekommen. Ich freue mich so krass. Das sind, oh mein Gott, diese hier. Ich finde die so mega schön. Ich habe die nämlich im Kremer zuvor anprobiert. Die waren aber überall ausverkauft in meiner Größe natürlich. Deswegen, Papa, keine Ahnung, wie du das geschafft hast, die zu bekommen. Ich bin so verliebt in die Leute. Vor allem, die sehen richtig krass aus. So richtig schöne Dressurstiefel irgendwie, weil ich hatte noch nie Stiefel mit so einer
Kreuzschnürung nenne ich das jetzt einfach mal. Aber das gefällt mir so gut. Ich finde, das sieht so edel und so... Ja, ich liebe diese Schnürung und deswegen habe ich mich super doll über die gefreut. Kommen wir jetzt zu der letzten Sache, die wie gesagt mit meiner Zukunft zu tun hat. Ich weiß ja noch nicht genau, was ich nach der Schule machen möchte, aber ich weiß zumindest, dass ich in meine eigene Wohnung ziehen will. Und deshalb habe ich mir dieses Buch zugelegt, wo ganz viele Planungen rund um die Wohnung drinstehen, also hilfreiche Lösungen und Tipps und die erste Grundausstattung fürs Putzen und so weiter. Also ganz viele Infos stehen hier drin über die eigene Wohnung. Ich weiß, dass das ein sehr großer Schritt für mich sein wird, aber ich freue mich da so unfassbar doll drauf. Ich weiß noch nicht genau, in welche Stadt es für mich gehen wird, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich erstmal ein bisschen Zeit haben will und mich ein bisschen ausprobieren möchte, gucken will, was mich interessiert, um dann meinen Traumberuf zu finden. Ich habe ja auch schon mal ein Praktikum beim Tierarzt gemacht, das hat mir richtig gut gefallen. Oder auch im Reitsportladen, da habe ich euch ja auch mitgenommen. Und ich werde euch auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich dann in meiner eigenen Wohnung bin. Leute, ich freue mich da so krass drauf, das wird super aufregend. Und deswegen werde ich auch auf jeden Fall aktiver werden auf Social Media, auch hier auf YouTube. Vielleicht interessiert euch das ja mit der eigenen Wohnung, mit einer Roomtour oder was alles dazu gehört. Das wird super aufregend, deswegen, ich freue mich schon total. So, das war's mit meinem Update für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr später mal machen wollt, ob ihr das schon wisst. Ich finde es immer ziemlich beeindruckend, wenn Leute schon genau wissen, was sie später für einen Beruf machen wollen. Mein Herz schlägt auf jeden Fall auch für Schauspielern. Ich hatte so Bock drauf und vielleicht werde ich mich für ein paar Castings bewerben. Bin ich super gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was für YouTube-Videos ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!